Der Anstieg, der ist nicht ohne. Es führt ziemlich gleich nach oben. Aber es ist wunderschön hier. Und herrlich kühl hier im Wald. Ein guter Tag zum Wandern. So, wo geht's hier durch? Gemäß Wanderkarte geht's hier nach rechts rüber. Und auch die Wandermarkierungen weisen nach rechts. Hier liegt noch eine Mütze. Hat wohl jemand mal verloren. Wegweisend nach rechts. Weiß, rot, weiß. Das ist ein Bergwanderweg. Und da oben, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich versuche da etwas nahe hinzuzoomen. Der Wanderwegweiser. Man kann aber nur noch Erweg lesen. Der Rest wurde vom Baum aufgesaugt. Der Wegweiser ist dort eingewachsen. Habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Spannend. Aber es heißt jetzt wohl, ich muss hier nach rechts abbiegen. Die nächste Weggabelung. Rechts geht es zur Schwägalpasshöhe und links zum Ellbogen. Hier geht es zur Schwägalp und hier zum Ellbogen und ich gehe in diese Richtung Ellbogen. Meine Tour habe ich so geplant und sie sieht spannend aus. Und ja, kommt mit, seid mit dabei. Es tut gut, barfuß wandern. Ich kann das wirklich wirklich nur empfehlen. Macht es einfach. Scheißegal, was andere sagen oder denken. Ist ja nicht euer Problem. Wenn ihr euch mit diesen Fragen nicht auseinandersetzen müsst, tut es einfach und genießt. Hier geht es ein wenig runter. Das Regenwasser hat schon die Hälfte des Wanderweges weggespült. Das kommt, man sieht es gut. Von dieser Felswand hier runter und dann erodiert halt der Waldboden. Puh, gut, muss man hier nicht rauf. Oder doch, einfach über diesen etwas gemütlicheren Weg vielleicht. Schauen wir mal, wo man hier hinkommt. Ich muss zum Ellbogen. Das werde ich wohl schaffen. Es geht noch von der Kälte her. Schon kühl, aber nicht kalt. Angenehm.
wenn es etwas größer wäre, sicher angenehm für ein Bad. Aber ich habe ja keine Zeit zum Baden, ich muss wandern. Also weiter den Berg hoch. Tja, hier ist es sehr feucht. Vielleicht außenrum oder mittendurch. Was meint ihr? Ja klar, mittendurch. Ah, doch geil. Jetzt folgt eine Weide mit einem Weidezaun und das hier, das gefällt mir gar nicht. Stacheldraht, das gehört nicht in die Natur, das ist nicht das Richtige für einen Weidezaun. Schade, gibt es immer noch solche alten Bauern oder Bauern, welche lernresistent sind. Das ist nicht nur gut für das eigene Vieh, sondern auch für das Wild, welches sich hier verletzt. Ja. Sehr dumm, wirklich. So. Jetzt doch noch an die Sonne gekommen. Ich sehe schon jetzt ein schöner Fleck hier oben. Und ein Häuschen, vielleicht kann ich dort meine etwas schmutzigen Füße wieder waschen. Schau mal an, hier hat Heidelbeeren, oh, da werde ich mich doch mal etwas bedienen, die schmecken nämlich wunderbar hier, diese blauen, sind nicht sehr groß, aber sind sehr gut, wunderbar, ja, ich mache da mal eine Handvoll parat. Guten Appetit! Auch hier wieder diese gefährlichen Stacheldraht-Weidezäune. Ich habe mich jetzt vor wenigen Sekunden hier am Arm geripst. Nichts passiert, aber es ist hier eng und es ist gefährlich. In vielen Kantonen ist das verboten.
Da hinten geht's weiter. Wahrscheinlich da hoch. Ein paar Meter Teerstraßen sind zu bewältigen. Aber als Städter bin ich mir das ja gewohnt. Hier hat es eine Schlucht, eine sehr tiefe Schlucht. Der Weg führt hier hinunter und so wie es scheint, werde ich die Schlucht queren auf die andere Seite. Bin ja mal gespannt, ob es unten eine Brücke hat, vielleicht, oder ob es wirklich ganz hinunter geht. Alles, was ich runtergehe, werde ich nachher auch wieder raufgehen müssen. Es wird hier fast etwas romantisch. Aber ich kann euch eins sagen, hier unten ist es wunderbar kühl, herrlich angenehm die Temperatur, es ist schön ruhig. Ah, ein Genuss, ein Genuss. Die Schlucht ist hier zu Ende. Oder ein Teil, da hinten geht es noch etwas weiter. Aber hier hat es einen Durchgang, einen Übergang auf die andere Seite. Und der Weg, ich sehe schon hier, geht dann da wieder entlang dieser Schlucht zurück. Ah, das sieht spannend aus. Guter Weg, den ich hier gewählt habe. Eine Herausforderung für bare Füße. Aber es ist nur ein kurzes Stück, dann ist wieder okay. Kein Problem. Wir rekapitulieren. Hier bin ich hergekommen. Hier doch eine Brücke oder ein Steg. Und da hinten, da geht die Schlucht dann weiter. Aber mein Weg, den ich gehe, führt mich jetzt hier entlang. Und hier hat es wieder wunderbaren Waldboden. Die Natur macht immer weiter.
Und auch ich gehe immer weiter. Jetzt geht's hier durch. Bin jetzt ja 3 Stunden unterwegs. Etwas wackelig hier. So, geschafft. Und weiter geht's. Dichter Wald. Herrliche Waldböden. Ah, wie ein Teppich. Der Wanderweg führt hier mitten durch den Fluss. Aber es hat ja nicht viel Wasser, also geht doch das wunderbar. Und hier geht's weiter, über Land. Und jetzt fängt der Fluss wieder an. Ein ganz spezieller Wanderweg.